Huawei renoviert seine Matebooks. Den Anfang macht die D-Reihe mit dem jetzt vorgestellten 14-Zoll-Modell Matebook D14. Mit dem Matebook D15 bringt Huawei auch erstmals ein 15,6 Zoll großes Notebook in den deutschen Handel. Beide Geräte sind zum Testzeitpunkt für unter 700 Euro zu haben. Der Test offenbart Stärken und Schwächen. Wie fast alle Matebooks haben auch die beiden neuen Modelle ein edles Gehäuse aus Aluminium. Mit rund 2 cm Bauhöhe sind die Geräte nicht ganz flach, haben so aber ausreichend Platz für vergleichsweise viele Anschlüsse. Von USB 2 über HDMI bis USB Typ C ist alles Nötige dabei. Trotz massivem Alugehäuse sind beide Matebooks für ihre Größe angenehm leicht. Das D14 wiegt rund 1,4 Kilo, das D15 mit etwa 1,5 Kilo nur unwesentlich mehr. Besonders gefällt das Display oder wenigstens die hübsche Bauweise. Die Aluminiumränder messen nur 6 mm und fassen die Full-HD-Bildschirme modern ein. Die Bildwiedergabe ist zwar schön scharf und detailreich, kommt aber mit verfälschten Farben daher. Das stört vor allem bei Foto- und Videobearbeitungen, bei normalen Office- und Internetanwendungen kommt es weniger zum Tragen. Richtig flott gingen beide Matebooks auch bei der Messung des Arbeitstempos zur Sache. Lange Wartezeiten, etwa bei einer Filmbearbeitung, gab es nicht. Einfache Internet- und Office-Aufgaben liefen wie erwartet ebenso flüssig. Trotz des vergleichsweise geringen Verkaufspreises dient mit einem AMD Ryzen ein potenter Mittelklasse-Prozessor als Antrieb. Der eingebaute Grafikchip Vega 8 zeigt bei reduzierten Details sogar Spiele wie Fortnite flüssig. Einen spürbaren Unterschied besitzen die Matebooks bei der Akkuleistung. Während das D14 mit fast 6 Stunden Laufzeit für seine Größe einen wirklich guten Wert liefert, geht dem großen Bruder schon nach rund 3,5 Stunden der Saft aus. Das ist lediglich akzeptabel. Den Platz für einen größeren Akku belegt im D15 ein Steckplatz für eine weitere Festplatte. Dort fehlen aber die Anschlüsse für Strom- und Datenübertragung, eine unsinnige Bauweise. Bei der Bedienbarkeit punkten hingegen beide Matebooks. Die Tasten liegen trotz kompakter Bauweise nicht gedrängt und auch das Touchpad überzeugt mit seiner Größe und Präzision. Im Gegensatz zum kleineren Matebook lassen sich die Tasten des D15 aber nicht beleuchten. Gewöhnungssache ist zudem bei beiden Geräten der geringe Tastenhub. Für den günstigen Preis kann man aber beide neuen Matebooks trotz der genannten Schwächen empfehlen.